in diesem Video. Hat niemand aufgeräumt, versteckt sich einer, stehen drei rum, haben zwei Spaß und finde ich einen Schriftzug. Schönen guten Morgen. Ich darf vermelden, die Dusche ist frei. Ihr könnt rein. Ich gehe mal raus. Oh, ich glaube, vorher ziehe ich mir noch was an. Wir verlassen das Chaos innen und schauen uns das Chaos außen an. Irgendjemand hat hier über Nacht ganz schön Blätter verstreut. Ist ja komisch hier. Außerdem luftet es immer noch ziemlich. Starker Föhnsturm dieser Tage. Aber hier geht es eigentlich ganz gut. Gut gepennt. Ja, und schwupps, gibt es hier wieder eine Stromspende. Da muss mal wieder jemand Haare föhnen und die EcoFlow Delta darf wieder zum Einsatz kommen. Viel Spaß. Danke. Na, bei euch auch schon wieder Action? Ja. Wir wollten schon wandern gehen. Ihr wolltet schon wandern gehen. Was hat euch abgehalten? Die Gondel fährt nicht. Ja, Sturm. Ne? Ist das zu windig? Scheiße. Sieht nach Aufräumstimmung aus und scheinbar wird heute Morgen wohl nicht gegrillt. Denn auch Arthur baut seinen Grill ab. Wahrscheinlich los. Tja, ich sitze hier noch ein bisschen rum, habe aber schon mein Fennec weggeräumt und warte auf Frühstück. Kaum spricht man von Frühstück, sitzen hier schon alle und arbeiten. Was Bernd da macht, ist jetzt gerade ein bisschen fraglich. Das sieht ein bisschen komisch aus, was du da rumrührst. Was ist das für braunes Zeug? Mandeldelikat. Ja, pass auf, dass das hier nicht gleich... zähflüssiger Form. Ja, das sieht mir sehr zähflüssig aus. Und fast ein bisschen eklig. Da wird extrem konzentriert gearbeitet, dass das auch gut verschmiert ist und ordentlich aussieht. Hervorragend. Ist bei mir nicht so. Sandwichmaker hat wieder zugeschlagen. Ich habe nichts anderes. Guten. Mit gutem Raclette, Käse drin. Unheimlich. Das Camp komplett verlassen? Nein, wir schrauben am Driveman Offroad, weil ihr wisst ja, letztes Mal auf dem Sustenpass, Bremse ausgestiegen. Wir haben jetzt mal ein bisschen rumgepfuscht. Wir haben auch noch Hilfe gekriegt. Christoph kam noch. Den haben wir schon mal gesehen im Val Malvalia. Und jetzt gehe ich mal auf Probefahrt. Wobei, so ganz ehrlich, nach dem Erlebnis letztes Mal, als beide Bremsen ausstiegen, weil die hintere eh schon nicht mehr tat und die vordere ausstieg, so wirklich viel Vertrauen habe ich in die Dinger jetzt nicht mehr so ganz. Das müssen wir jetzt wieder aufbauen. Vorne bremst. Vorne ist gut, hinten tut sich gar nichts. Es ist besser geworden, auch hinten, jetzt haben wir nochmal nachjustiert, aber Entscheidung gefallen. Bernd weiß, wie es geht, wie man Bremsbeläge wechselt. Machen wir neue drauf, die habe ich zufällig dabei. Danke, Timo. Einer schraubt, zwei gucken zu und einer filmt. Für alle, die es nicht sehen, die oberen, das sind die benutzten und das unteren die neue. Man sieht den Unterschied, oder? Irgendwie. So, Christoph hält das hier mal noch gescheit ins Bild. Jetzt hoffe ich, sieht man das in 4K. Es ist ein bitzes Gewürk. Ich würde gerne helfen, aber ich muss ja filmen. Ne? Und parallel werden wir noch vom Paparazzi fotografiert, der für Instagram alles für mich festhält. Vielen Dank dafür. Und Bernd tut mir schon fast leid. Läuft. Bremst hinten. Genial. Vorne. Mittelprächtig. Oder sollen wir die blauen Beläge vorne rein machen? Blau vorne, weich vorne, hart hinten. Die halten halt einfach nicht so lang dann. Also muss halt. Ich bremse einfach mehr hinten dann. Dann weiß halt sowieso, ist angenehmer. Kann man bessere Bremsspuren ziehen. Machen wir halt vorne auch noch. Bernd macht vorne auch noch. Sorry, Bernd. Ah, das ist eine der leichtesten Übungen. Die Vorderradbremse funktioniert auch wieder. Dank Bernd haben wir jetzt die Sportbremsen angebaut und eingebaut. Und das Ding bremst wieder. Ha, das macht es doch ein bisschen sicherer. Denn so ohne Bremse ist halt schon ein bisschen blöd. Dann brauchen wir da mal neue Schuhe. Ja. Ja, großes Gelächter hier. Warum nur? Vielleicht erklärt's das hier.
da sitzt irgendjemand im Laub. Oh Mann. Der macht das gerne. Ihr seht, wie er das genießt. Der pennt gleich ein da. Schön warm, oder? Kopf, das gibt's ja nicht. Okay. Habt ihr Lust? Kleine E-Scooter-Tour noch, nachdem wir jetzt wieder geile Bremsen haben, dank ihm hier. Können wir ja mal noch kurz gucken, wo es da lang weitergeht, denn da geht es bestimmt irgendwo hin. Ja, da sind wir angekommen, hier an dem Schild, wo man meinen könnte, man darf nicht weiter. Bernd ist übrigens auch mitgekommen, der kommt irgendwo da gleich auch noch bei uns an. Da ist er auch schon, der Io Hawk und der Bernd tun sich etwas schwerer und sind nicht ganz so schnell. Und sie ignorieren einfach dieses Schild. Warum? Weil man nämlich hier fahren darf. Bergfahrt gerade Stunden und Talfahrt in den ungeraden Stunden. Ansonsten gibt es hier noch einen Gasthof. Ordentliche Felswände und eben ein riesen Parkplatz fürs Skigebiet. Km/h. Ja, also da ging es weiter hoch. Fahren wir jetzt aber nicht lange. Zu schlechtes Wetter, zu stürmisch. Und da kommen wir mal ein andermal hin, wieder her und fahren mit dem Auto hoch. Und irgendwo links von uns ist, glaube ich, der Stellplatz. Ja, schade. Den Stellplatz sieht man von hier oben auch nicht. Da müssen wir gleich noch mal eine Runde unten drehen. Bergab funktioniert auf Schotter, ne? Und dann geht's wieder runter. Hier gibt's auch Fähr- und Entsorgung. Aber kein Grauwasserablauf. Aber da steht ein Schild, wenn du dort campen willst, also hinterm Postbus ist das, wenn du campen willst, musst du an der Skistation 10 Franken zahlen. Aber ah, glaub, gehen wir mal gucken, oder? So sieht das dann aus. Fett auf dem Boden geschrieben. Camper, die stehen dann hier so der Reihe nach entlang auf dem Parkplatz. Der Ausblick, zugegeben, nicht hässlich, aber halt nicht so abgeschieden wie unser Platz. Und hier kostet es 10 Stutz. Ja, jetzt habe ich mich wieder zu den anderen zwei Pappnasen begeben. Die haben ja auch gleich schon einen Stromanschluss gefunden und V&E gibt es auch. Geile Sache hier am Ende von eigentlich allem. Stöckalp, da können wir uns aushalten. Wenn wir bloß den kennen würden, der das hier ausgegraben hat. Meine liebste Beschäftigung. Dann mach das mal öfter, dann muss ich das nicht. Ja, lass mal krachen, Jungs. Das Feuer aus dem Auspuff. Aber erstmal hinsetzen und ausruhen von der anstrengenden Scooterfahrt und dem Wind. Und dann müssen wir gar nicht dran denken. Morgen ist nicht Montag. Nein. Heute ist Freitag. Sonntag 2.0. Er findet übrigens auch, heute ist nicht Sonntag. Und morgen nicht Montag. Wir laden hier gerade Holz um. Und haben eine Maus gefunden. Oder gefangen. Ist ein Ding, seht ihr sie da mittig? Der Knaller. Oh, das ist süß. Hoffentlich ist das nicht die, die in Zottel gewohnt hat. Diese Springmaus. Die Maus hat sich verabschiedet und sich selbst befreit, ist einfach rausgekippt. Hauptsache, ich nehme die jetzt nachher nicht wieder mit nach Haus. Fällt euch was auf, außer dass meine Rübe gerade im Bild ist? Alles aufgeräumt. Einer steht halt mal wieder komplett falsch, ne? Ja. Das war der, der jetzt gerade ins Bild kommt. Jo, tschüss. Tschüss. Tschüss, danke für die Einladung. Gerne. Schön, dass ihr alle hier wart. Ich glaube, wir hatten ein recht abwechslungsreiches Wochenende. War eine geile Sache. Und wenn ihr mal wieder in der Ecke seid, also ihr zwei sowieso und Würzburger,
Würzburger nehmen wir auch gerne wieder mit. Das ist schön. Ciao zusammen. Ciao. Unser Eins bleibt noch momentli hier. Ich muss noch am Laptop was erledigen. Die Würzburger machen sich aber schon mal auf den Weg nach Hause. Fahrt gut, schick sie mit euch. Ciao zusammen. Und auch Arthur, Bettina, unsere Aargauer, machen sie auf den Weg. Kommt gut nach Hause. Bis demnächst mal wieder. Ciao zusammen. Mal ein cooles Wochenende mit euch Vieren. Plus Hunde, plus E-Scooter, plus alles, was sonst so dazugehört. Ich glaube, ihr wisst, was kommt. Ich sag mal Tschüss für dieses Wochenende. Noch 1,5 Stunden gearbeitet und jetzt fahren wir auch nach Hause. Der Föhnsturm hat sich gelegt, deswegen fuhr heute die Gondel übrigens nicht. Und der Regen kommt demnächst. Die Woche über heißt es wieder Bergwerk schuften und Dienstag nach Lausanne. Juhu, euch sage ich Tschüss. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr sehen wollt. Und Dankeschön fürs Amazon-Partnerlink verwenden und auch für die PayPal-Unterstützung. Freut uns immer riesig. Co-Pilot und Friedrich lassen sich entschuldigen. Sie schlafen. Tja, also macht's gut. Bis zum nächsten Video. Ciao zusammen. One sweet look, you gave me your number that night in September. I was cold and all frozen, your arms wrapped around me, I know you remember. Yeah, I love you so down to nothing. It's been weeks now without talking. It is time you give me something, cause I've given. Give it my, give it.